Das spirituelle Weg wird oft mit einer langen Reise verglichen. Diese Reise hat vor unendlich langer Zeit begonnen. Ein Anfang ist gar nicht auszumachen. Das Ende hingegen oder das Ziel, es ist absehbar und es kann unter bestimmten Bedingungen erreicht werden. Der Weg dieser Reise erstreckt sich von den Niederungen der verschmutzten Gewässer bis zu dem klaren und kristallreinen Wasser eines Bergsees oder vom Dschungel der Kilesas bis zu den höchsten Erhebungen der Freiheit des Herzens. Diese Reise durch die verschiedenen Lebensformen nennen wir Samsara. Samsara ist der Kreislauf von Geburt und Tod, der aufrechterhalten wird durch Anhaftung und Verlangen. Das Versiegen von Anhaftung und Verlangen, das führt zu der Auflösung des Kreislaufs und somit zum Ende dieser Reise in Samsara. In der Nacht vor seiner Erleuchtung entwickelte der Buddha die Fähigkeit, sich seiner früheren Leben zu erinnern. Damit konnte er sich ganz genau erinnern, wo und in welche Familie er geboren wurde. Er wusste seinen früheren Namen und wusste seine Tätigkeit. Nachdem er vom früheren Buddha, Dipankara, die Prophezeiung erhalten hatte, dass er Buddhaschaft erlangen würde, musste er während vier unberechenbaren Zeitaltern und 100.000 Welten alle die Qualitäten entwickeln, die zur Erlangung der Buddhaschaft notwendig sind. Dank seiner Allwissenheit konnte sich der Buddha nicht nur seiner früheren Leben erinnern, sondern er wusste auch die früheren Leben anderer Lebewesen. Oft wurde der Buddha über einen bestimmten Schicksalsschlag einer bestimmten Person gefragt. Der Buddha schaute dann in die früheren Leben dieser Person und fand dann die Erklärung in einer gewissen Tat, deren Auswirkungen nun diese Person ausgeliefert war. Unsere Reise in Samsara dauert schon so lange, dass wir vieles wieder vergessen haben und dass wir immer wieder durch dieselben Niederungen irren, immer wieder an den gleichen Orten vorbeikommen. Es fehlt uns eine Landkarte, mit der wir uns orientieren könnten, und es fehlt uns ein Kompass, der uns die Richtung weisen könnte. Mit einer Landkarte und einem Kompass wäre es viel einfacher, aus dem Dschungel der Kilesas herauszukommen. Weiter wäre es hilfreich, wenn wir mit genügend Proviant ausgerüstet wären, so dass wir nicht verhungern und nicht verdursten auf unserer Reise. Und um den Gefahren des Dschungels zu trotzen, wäre es auch sehr sinnvoll, mit entsprechenden Schutzwaffen ausgerüstet zu sein. Ohne diesen Schutz werden wir leicht zur Beute von wilden Tieren und Dämonen. Gut ausgerüstet ist es einfacher, den Schwierigkeiten zu begegnen und sie zu überwinden oder ihnen zu trotzen und zu widerstehen. Falls wir gut ausgerüstet auf diese Reise gehen wollen, so sollten wir mit einer Karte und einem Kompass versehen sein, so dass wir uns orientieren können und die Richtung nicht verlieren. Wir brauchen Proviant, um nicht zu hungern und für Ausdauer und Kraft. Zur Abwehr von feindlichen Einflüssen brauchen wir Schutzwaffen, so dass wir uns verteidigen können. Wie von den wilden und gefährlichen Tieren des Dschungels, so werden wir dauernd von den wilden und ungezügelten Dämonen des Geistes angegriffen und heimgesucht. Angsteinflößende und furchterregende Gestalten lagern am Wegrand und treten in Erscheinung, sobald wir in ihnen nähern. Die Dämonen des Geistes, die lagern
in den dunklen und unsichtbaren Ecken des Geistes und sind allzeit auf der Lauer, ihr Unwesen zu treiben. Jede Gelegenheit wird benutzt, um der Situation angepassten Verkleidung hervorzutreten und dann den Reisenden in Schrecken zu versetzen. Ein ungeübter Geist ist total ungeschützt und fällt den Dämonen leicht in die Hände. Für die Dämonen hingegen ist es eine leichte Beute, die ohne viel Widerstand verzehrt werden kann. Reisende auf dem Samsara-Trip sind sich dieser Attacken der Dämonen häufig gar nicht bewusst. Sich den Vergnügungen der Sinne hingebend, merken sie gar nicht mehr, wenn einer dieser Dämonen wieder zugeschlagen hat. Eine geistige Unempfindlichkeit, die durch Verlangen und Anhaftung genährt wird und sich im Verlauf unseres Samsara-Trips immer mehr ausprägt. Diese geistige Unempfindlichkeit oder dieses Unwissen führt uns letztlich immer wieder in den Tod. Unzählige Male sind wir schon gestorben und werden es noch unzählige Male über uns ergehen lassen müssen, falls wir an dieser Situation nichts ändern. Ein kleines Beispiel soll dieses Anhaften an den Sinnesvergnügungen und damit die geistige Unempfindlichkeit verdeutlichen. Vor circa einem Jahr wurde die kleine Schwester eines Helfers, der bei uns im Zentrum in Burma arbeitet, sie wurde von einer Schlange gebissen. Die Schwester, sie war noch ziemlich jung, lebte mit ihren Eltern im Dorfe, das in einer eher ärmlichen Gegend war. Die Familie, wie die meisten anderen Familien in diesem Dorf, konnten sich keinen Fernseher oder andere Mittel zum Vergnügen oder der Unterhaltung leisten. Doch manchmal hatten die Kinder des Dorfes Gelegenheit, im Dorfzentrum einen Film anzuschauen. Die Schwester dieses Helfers war auch unter den vielen Kindern, die gebannt und völlig gefangen von diesen seltenen Sinnesvergnügungen dem Lauf der Geschichte folgte. Auf einen kleinen Stich im Rücken, annehmend, es sei eine Stechmücke oder ein anderes Insekt, reagierte sie nicht. Doch unglücklicherweise war es eben nicht nur eine Stechmücke oder ein anderes Insekt, sondern eine giftige Schlange. Nach ein paar Stunden starb sie. Die Dämonen des Geistes bereiten uns normalerweise keinen solchen schnellen Tod. Oft ist es ein Prozess, der sich über Jahre hinwegzieht. Ein langsamer und schleichender Tod. Und zudem ist es auch ein Prozess, der so lange fortbesteht, wie die Verdunklungen des Herzens und des Geistes nicht beseitigt worden sind. Eine gute Ausrüstung für unsere spirituelle Reise ist von größter Wichtigkeit. So wie Karte, Kompass, Proviant und Schutzwaffen auf einer Expedition unerlässlich sind, so sind wir auf dem spirituellen Weg auf die vier beschützenden Betrachtungen angewiesen. Diese können uns die Richtung weisen, lassen uns nicht verhungern und verdursten und bieten auch Schutz gegen Unholde. Diese vier beschützenden Betrachtungen sind erstens die Betrachtung über den Buddha oder die Betrachtung über den Erleuchteten. Die zweite ist die liebende Güte-Meditation, Metta. Die dritte, das ist die Betrachtung über die Unreinheit des Körpers. Und die vierte ist die Betrachtung über den Tod. Diese vier beschützenden Betrachtungen sind wie ein Zaun, der die frisch angesäten Gartenbeete beschützt, oder wie ein Harnisch, der den Soldaten vor den tödlichen Pfeilen beschützt.
Der Zaun, der hält fremde Eindringlinge ab, so dass die Samen sprießen und dann zu gesunden, starken Pflanzen heranwachsen können. Die erste dieser vier beschützenden Betrachtungen, die Betrachtung über den Erleuchteten, stärkt das Vertrauen und verfestigt den Glauben, dass die Befreiung für alle Lebewesen möglich ist. Metta oder liebende Güte bewirkt ein Wohlwollen für alle Lebewesen. Es befreit von Aversion, Hass, Zorn oder Widerwillen. Die dritte dieser Betrachtungen, die Betrachtung über die Unreinheit des Körpers, befreit einen von starker Anhaftung an den Körper und es verstärkt auch die Neigung zur Entsagung. Und die letzte dieser Betrachtungen, die Betrachtung über den Tod, führt uns die Vergänglichkeit ganz klar vor Augen. Es lässt uns auch ein Gefühl der Dringlichkeit, der Ergriffenheit oder der Unmittelbarkeit hochkommen. Alle diese Qualitäten sind auf unserer spirituellen Reise von großer Wichtigkeit. Ohne sie ist es sehr schwierig, auf dem Weg voranzukommen. Genauso wie wir für eine lange Wanderung unseren Rucksack mit den notwendigen Sachen packen. Wir nehmen einen Regenschutz mit gegen den Regen und gegen Sonne packen wir eine gute Sonnencreme ein. Wir rüsten auch den Smüli, den Mittag und den Zvieri, so dass wir auf der Wanderung nicht hungern müssen. Und gegen den Durst nehmen wir genügend Flüssigkeit mit. Und um den Weg nicht zu verlieren, da packen wir eine Landkarte sowie einen Kompass ein. Die Betrachtung über den Erleuchteten, den Buddha, stärkt das Vertrauen, dass das Ende des Zieles auch wirklich erreichbar ist. Der Buddha hat mit seinem Beispiel gezeigt, dass die Vervollkommnung des Bewusstseins unserer Reise in Samsara ein Ende setzen kann. Viele sind seinen Fußstapfen gefolgt und haben das Ziel auch erreicht. Dem Buddha werden 9 Attribute zugeschrieben, die ihn von anderen Lebewesen unterscheiden. Ein Buddha hat das Potenzial des menschlichen Bewusstseins zur Perfektion gebracht. Alle Spuren von Verlangen, Aversion und Unwissenheit sind völlig aufgelöst und das Herz strahlt in seiner ursprünglichen Reinheit. Ein Buddha hat das Bewusstsein zur Vervollkommnung gebracht und damit gezeigt, dass das Bewusstsein zu solcher Perfektion auch fähig ist. Die 9 Attribute des Buddha sind: erstens Arahan, das bedeutet des Respektes und der Verehrung würdig. Dann Sammasambuddha, vollkommen Erleuchteter, oder er fand die Erleuchtung alleine. Das dritte ist Vichacharano Sampanno, und das bedeutet im Wissen und Wandel vollendet. Das nächste ist Sugato, und das bedeutet gut gegangen oder auch gut gesagt. Und das nächste Lokavedu, und das bedeutet ein Weltenkenner. Das sechste Attribut Anuttaro Purisa Dhammasarati. Er ist der unvergleichliche Lenker der zu bezähmenden Menschen. Das siebte Attribut Satta Deva Manusanam. Und das bedeutet, er ist der Lehrer von Devas und Menschen. Das achte Attribut ist Buddha, der Erleuchtete. Und das neunte Bhagava, der Erhabene. Dieses erste Attribut, Arahan, bedeutet eben, dass er des Respektes und der Verehrung würdig ist, da er sich während unzähliger Leben unablässig angestrengt hatte,
den Weg zur Befreiung vom Leiden zu entdecken. Da hat es so viele Schwierigkeiten auf sich genommen, um die Paramis, die Vollkommenheiten zu perfektionieren und Buddhaschaft zu erlangen. Die Zeitspanne, die er eben brauchte von der Prophezeiung des Buddha Dipankara, bis er Erleuchtung erreichte, die betrug 4 unberechenbare Zeitalter und 100.000 Welten. Was das bedeutet, das liegt über unserer Vorstellungskraft. Mit dem folgenden Vergleich bekommen wir eine schwache Ahnung von dieser Zeitspanne. Ein Weltzyklus oder eine Welt, das ist die Zeitspanne, die es braucht, einen großen Berg, wie zum Beispiel den Mount Everest, völlig abzutragen. Und dazu kommt ein kleines Vögelchen alle 100 Jahre und wetzt seinen Schnabel an der Bergspitze. Seine große Ausdauer und unermüdliche Anstrengung sowie seine tiefe Weisheit und sein großes und grenzenloses Mitgefühl sind des Respektes und der Verehrung würdig. Sammasambuddha bedeutet, dass er die Erleuchtung selber fand. Er hatte keinen Lehrer, der ihm hätte den Weg zeigen können. Auch hörte er die Lehre von den 4 edlen Wahrheiten von niemand anderem. Nach dem Todlosen suchend, fand er die absolute Wahrheit selber. Sie war so tiefgründig, da er zuerst zögerte, sie weiterzugeben. Er dachte, dass niemand sie verstehen würde. Doch auf das Dringen des Brahmas Sahampati schaute er mit seinen übernatürlichen Kräften in der Welt herum und sah, dass es doch einige Wesen gab, deren Weisheitsaugen mit nur wenig Staub bedeckt waren und dass sie die Wahrheit verstehen würden. Es gibt andere Buddhas in der Welt, welche die Lehre nicht verbreiten, und diese nennt man Pacheka-Buddhas. Auf Deutsch nennt man das Einzelerleuchtete. Das dritte Attribut ist Vicca-Charana-Sampanno, und das bedeutet, dass er in Wissen und Wandel vollendet ist. Sukhata ist das nächste Attribut und bedeutet gut gesagt oder eben gut gegangen. Einer, der gut gegangen ist. Einer, der zum Nibbana gegangen ist. Und gut gesagt, das nimmt Bezug auf die 6 Arten der Rede. Der Buddha benutzte nur 2 Arten. Er sagte die Wahrheit und sprach, wenn es hilfreich war. Er benutzte auch die richtigen Worte und er sprach zur richtigen Zeit. Der Buddha sagte nie etwas, wenn es nicht hilfreich war. Es musste immer wahr und hilfreich sein. Das 5. Attribut ist Lokavidu und bedeutet, dass er ein Weltenkenner ist. Ein Buddha kennt alle Welten. Es gibt keinen einzigen Ort auf dieser Welt, noch in anderen Universen, den der Buddha nicht kennen würde. Loka, das bedeutet Welt und wird in 3 Teile geteilt. Die Welt der Lebewesen, die Welt der Natur und die Welt der Formationen. Die Welt der Lebewesen beinhaltet alle Lebewesen, hier oder anderswo. Der Buddha kennt ihre Gewohnheiten, ihre innewohnenden Tendenzen und ihre Intelligenz. Die Welt der Natur, das beinhaltet alles Leblose, wie Berge, Flüsse, Bäume, Seen und so weiter. Ein Buddha kennt auch alle anderen Universums, einschließlich der Planeten und der Sterne. Doch der Buddha legt keinen Wert auf diese Kenntnis in seiner Lehre, da sie nicht zur Befreiung von allem Leidhaften beiträgt und nicht ein unmittelbarer Grund zur Erreichung des Zieles ist.
Die Welt der Formationen schließlich bezieht sich auf alle materiellen und geistigen Phänomene, die vergänglich und unbeständig sind. Oder anders ausgedrückt, bezieht sich auf Nama und Rupa, geistige und materielle Phänomene. Das nächste Attribut ist Anuttara Purisa Dhamma Sarati. Der Buddha ist der unvergleichliche Lenker der zu bezähmenden Menschen. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Er ist unübertreffbar in seinen vollkommen entwickelten Eigenschaften. Genauso wie ein begabter Elefantendompteur einen wilden Elefanten zähmen kann, so kann der Buddha die Menschen zähmen und ihnen die richtige Richtung weisen. Reiche und Arme, Weise und Idioten, Tugendhafte und Schurken, sie alle belehrte der Buddha, je nach ihren Fähigkeiten und je nach ihrem Auffassungsvermögen. Das siebte Attribut ist Satta Deva Manusanam und bedeutet, dass der Buddha der Lehrer der Menschen, Devas und Brahmas ist. Als Lehrer weist er ihnen den Weg von den angsteinflößenden Bereichen der niederen Welten bis zum friedvollen Bereich des Nirvana. Er zeigt ihnen, dass es eben möglich ist, den Kreislauf von Geburt und Tod zu durchbrechen und dem Leiden ein Ende zu setzen. Buddha ist das nächste Attribut und bedeutet, dass er die Wahrheit kennt. Oder in anderen Worten, er ist der Erwachte. Völlig wach und mit einem kristallklaren Bewusstsein hat er die absolute Wahrheit entdeckt, die in den vier edlen Wahrheiten zusammengefasst werden kann. Und das letzte Attribut ist Bhagava. Und das bedeutet der Erhabene oder der Gesegnete. Das sind die neun Attribute des Buddha, welche die Grundlage bilden für die Betrachtung über den Erleuchteten. Wenn wir nun am Anfang der Meditation mit diesen Betrachtungen beginnen, können wir eines dieser Attribute auswählen und diese Eigenschaft des Buddhas betrachten. Für 2 oder 3 Minuten fixieren wir die Aufmerksamkeit auf diese Betrachtung und lassen uns durch nichts ablenken. Wir können die Worte sanft in unserem Geist wiederholen. Zum Beispiel Arahan, der Buddha ist des Respektes und der Verehrung würdig. Oder Samma Sambuddho, er ist der vollkommen Erleuchtete. Er hat die Erleuchtung alleine gefunden. Nachdem wir uns dieser Betrachtung für 2 oder 3 Minuten hingegeben haben, wechseln wir zur nächsten der beschützenden Betrachtungen. Und das ist Metta. Metta-Meditation oder liebende Güte-Meditation bewirkt eine Öffnung des Herzens und befreit einen von den Fesseln von Zorn, Wut, Ärger, Widerwillen oder Aversion. Mit der Praxis der Metta-Meditation versuchen wir allen Lebewesen gleichermaßen dieselben Gefühle der Güte und des Wohlwollens entgegenzubringen. Ein Herz, das liebende Güte ausstrahlt, kennt keine Grenzen mehr zwischen nahestehenden und fremden Menschen. Es unterscheidet nicht mehr zwischen geliebten und ungeliebten Personen. Alle trennenden Schranken sind aufgehoben und die liebende Güte strahlt in alle Richtungen. Wir fühlen uns mit allen Lebewesen verbunden, basierend auf dem Wissen, dass auch sie Glück und Zufriedenheit wünschen und dass auch sie von allem Leiden befreit werden wollen.
Das Metta-Sutta hat eine interessante Entstehung. Ich habe euch diese Geschichte vor ein paar Tagen erzählt. Mönche, die in einem Wald meditierten und von Dämonen, wie sie glaubten, bösen Geistern, gehindert wurden am Meditieren. Und als sie dann dem Buddha sagten, dass dieser Ort nicht geeignet sei, da gab ihnen der Buddha das Metta-Sutta als Schutz gegen diese bösen Geister oder Dämonen. Und als sie dann das Metta-Sutta rezitierten und praktizierten, da realisierten, es waren ja die Walddevas, dass diese Mönche keinerlei böswillige Gedanken hatten und dass sie ihnen nichts antun würden. Und so zogen sie sich zurück auf ihre Bäume und lebten friedlich mit den Mönchen. Wenn wir also Metta praktizieren, beginnen wir zuerst mit uns selber, da auch wir den Wunsch haben, glücklich und zufrieden zu sein. Und so repetieren wir sanft, möge ich glücklich und zufrieden sein, möge ich glücklich und zufrieden sein. Und dann machen wir die Brücke zu den anderen Lebewesen. Genauso wie ich glücklich und zufrieden sein möchte, mögen alle Lebewesen glücklich und zufrieden sein. Und danach fahren wir weiter, mögen alle Lebewesen glücklich und zufrieden sein. Mögen alle Lebewesen glücklich und zufrieden sein. So wie wir ja das in den letzten Tagen schon geübt haben. Auch hier verbringen wir etwa 2 oder 3 Minuten mit dem Entwickeln von Metta und gehen dann zur nächsten Betrachtung. Die Betrachtung der Unreinheit des Körpers bewirkt eine Reduktion unserer Anhaftung am Körper und sie bewirkt auch ein realistischeres Verständnis der wahren Natur unseres Körpers. Diese Betrachtung öffnet gleichsam mit dem Seziermesser die Haut unseres Körpers und zeigt sich, was sich unter ihr verbirgt. Eine solche Betrachtung beseitigt das instinktive Empfinden von der Einheit und Schönheit des Körpers durch das Aufzeigen seiner verschiedenen Bestandteile. Wenn man den Körper als ein durch Haut und Fleisch verhülltes, wandelndes Gerippe sieht, so wird man wenig Neigung verspüren, sich mit dem eigenen Körper zu identifizieren oder den eines anderen zu begehren. Erwirbt man die Fähigkeit, sich den einen oder anderen Teil des Körpers schnell und leicht zu visualisieren, so wird dies auch im täglichen Leben nützlich sein. Wenn man zum Beispiel eine starke Anhänglichkeit an den eigenen Körper überwinden will, wie zum Beispiel in einer ernsthaften Erkrankung oder einer unmittelbaren Gefahr ausgesetzt. Die Absicht dieser Betrachtung ist eine wachsende Einsicht in die wirkliche Beschaffenheit dieses Körpers und nicht das Erzeugen eines Gefühls der Abscheu oder des Widerwillens gegenüber dem Körper. Das richtige Erkennen der wahren Beschaffenheit des Körpers führt zu einer ungetrübten Ruhe des Geistes mit einem inneren Abstand vom Körper. In den buddhistischen Schriften wird der Körper in 32 Teile zerlegt. Diese werden dann systematisch aufgesagt und man versucht gleichzeitig ein geistiges Bild des betreffenden Körperteils aufkommen zu lassen. Die 32 Teile des Körpers sind Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Lunge, Milz, Darm, Darmgekröse, Magen, Kot,
Gehirn, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Lymphe, Speichel, Nasenschleim, Gelenköl und Urin. Aus diesen 32 Teilen ist also unser Körper zusammengesetzt. Wenn einem diese 32 Teile nicht geläufig sind, kann man auch etwa nur 5 Teile auswählen und die Betrachtung mit diesen 5 Teilen ausführen. Für einen Anfänger ist es sogar besser, sich nur mit weniger Teilen zu begnügen, um nicht im Gewirr dieser 32 Teile verloren zu gehen. Zu viel auf einmal verhindert eine einsichtsvolle Betrachtung und führt nur zu einer größeren Verwirrung. Wenn wir nun also etwa 5 Teile ausgewählt haben, so repetieren wir diese Teile sanft in unserem Geist. Zum Beispiel die ersten 5. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. Und wenn wir diese Teile so aufsagen, versuchen wir gleichzeitig, diesen Körperteil losgelöst von unserem Körper vor uns zu sehen. So wie ein Schlächter, der eine Kuh geschlachtet hat und nun die verschiedenen Teile der Kuh, das Fleisch, vor sich ausgebreitet hat, am Straßenrand zum Verkauf. Unsere Anhaftung am Körper wird genährt durch die Ansicht, dass dieser Körper uns gehört oder dass es eben unser Körper ist. Wir verbinden den Körper mit der Identität des Ichs und machen ihn so zu einem unangefochtenen und natürlichen Bestandteil des Ichs. In Milinda Panna, das ist eine der buddhistischen Schriften, finden wir ein interessantes Gespräch zwischen dem König Milinda und den ehrwürdigen Nagasena. Der König fragte den Ehrwürdigen, ob es wahr sei, dass eine Person hier nicht vorgefunden wird. Und der König fuhr weiter zu sagen, wenn eine Person nicht vorgefunden wird, wenn sie nicht existiert, wer gewährt denn euch die Versorgung mit Gewändern, Almosenspeise, Unterkunft und Arznei? Wer macht davon Gebrauch? Wer hütet die Tugend? Wer widmet sich der Meditation? Oder wer verwirklicht den heiligen Weg? Wer ist denn hier Nagasena? Ist wohl das Kopfhaar Nagasena? Und der ehrwürdige Nagasena antwortete, gewiss nicht, o König. Der König fragte weiter, ist das Körperhaar Nagasena? Und wieder antwortete er, gewiss nicht, o König. Und der König fragte so weiter, bis er alle 32 Teile des Körpers aufgezählt hatte. Und die Antwort des ehrwürdigen Nagasena, die blieb immer die gleiche. Der König fragte dann weiter, ob die Empfindungen, die Wahrnehmungen, die Geistesfaktoren oder das Bewusstsein Nagasena seien. Und wieder verneinte der ehrwürdige Nagasena. Und darauf fragte der König, ob denn etwas anderes als der Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Geistesfaktoren und Bewusstsein Nagasena sei. Und wieder verneinte der ehrwürdige Nagasena. Der König war nun verwirrt, und so nahm der ehrwürdige Nagasena das folgende Beispiel, um diesen Punkt zu erklären. Er fragte ihn, O König, bist du zu Fuß gekommen oder mit einem Fahrzeug? Und der König antwortete, mit einer Kutsche bin ich gekommen. Wenn du mit einer Kutsche hergekommen bist, dann erkläre mir die Kutsche, o König. Ist die Deichsel die Kutsche?
Gewiss nicht, antwortete der König. Ehrwürdige Nagasena fragte weiter. Ist die Achse die Kutsche? Gewiss nicht, o Ehrwürdiger. Sind die Räder die Kutsche? Gewiss nicht, o Ehrwürdiger. Und so ging es weiter mit dem Wagenkasten, dem Flaggenstock, dem Joch, den Zügeln und dem Treibstock. Und weiter fragte der ehrwürdige Nagasena, O König, sind dann vielleicht die Deichsel, Achse, Raden, Wagenkasten, Flaggenstock, Joch, Zügel und Treibstock zusammen die Kutsche? Gewiss nicht, o Ehrwürdiger. Und der ehrwürdige Nagasena fragte weiter, O König, ist dann etwas anderes als Deichsel, Achse, Rad, Wagenkasten, Flaggenstock, Joch, Zügel und Treibstock die Kutsche? Gewiss nicht, o Ehrwürdiger. Durch diese Fragen kam nun der König zur Einsicht, dass das Wort Kutsche in Bezug auf die verschiedenen Teile als eine Benennung, eine Bezeichnung, als ein Name für den allgemein gebraucht wird. Und der ehrwürdige Nagasena erklärte nun weiter, dass Nagasena ebenfalls nur eine Bezeichnung oder ein Name für den Allgemeingebrauch ist und dass ein Nagasena in Wirklichkeit gar nicht existiert. Aufgrund der Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne und so weiter existiert der Name Nagasena für den Allgemeingebrauch zur einfachen Verständigung. Doch über diesen Sinn hinaus wird Nagasena oder eine Person nicht vorgefunden. Die Nonne Vajira, die hatte in der Gegenwart des Buddha den folgenden Ausspruch gemacht. Wie er bei Verbindung der betreffenden Teile das Wort Kutsche gebraucht wird, so ist bei Vorhandensein der Bestandteile auch das Vorhandensein eines Wesens bloß eine konventionelle Annahme. Die letzte der beschützenden Betrachtungen ist die Betrachtung über den Tod. Jedes Leben endet im Tod. An dieser Tatsache können wir nichts ändern. Und doch ist es ein Thema, über das man im Allgemeinen nur sehr ungern spricht. Häufig ist es ein Tabu, bis wir selber davon betroffen werden, durch den Tod einer uns nahen Person oder durch unseren unmittelbar bevorstehenden Tod. Während unserer Reise in Samsara sind wir schon unzählige Male gestorben. Der Tod ist eigentlich nichts Fremdes für uns. Vielmehr ist es ein alter Bekannter, der uns todsicher besuchen kommt. Doch nur allzu gerne schieben wir dieses Thema auf die lange Bank und fahren fort, uns in den Nichtigkeiten der Welt zu verlieren, bis wir schließlich im Sarg verrotten. Die Betrachtung über den Tod sollte uns helfen, dieser Tatsache klar und direkt ins Auge zu schauen und so auch zu einem realistischen Verständnis unseres Lebens zu führen. Die wiederholte Betrachtung über den Tod führt zu einem Gefühl der Dringlichkeit und Ergriffenheit. Sie lässt uns die Vergänglichkeit ganz klar erkennen. Es ist dieses Gefühl der Ergriffenheit, das unsere Unentschlossenheit oder unser Zaudern überwinden kann und dem Ziel der inneren Befreiung Antrieb, Stetigkeit und Ernst zu verleihen mag. Einige von euch kennen vielleicht den alten schönen Bericht von den Ausfahrten des Prinz Siddhartha, des zukünftigen Buddha. Auf diesen vier Ausfahrten
erfuhr er die entscheidenden Begegnungen mit Alter, Krankheit und Tod. Es mag durchaus sein, dass der junge Prinz vorher schon Alte, Kranke und Tote gesehen hatte, doch in der sorgsam gewahrten und künstlichen Abgeschlossenheit seines Lebens im Palast mochte ein solcher Anblick nur sein fleischliches Auge treffen, nicht aber sein Herz berührt haben. Erst nach dem Ausbrechen aus der Gewohnheit, dass dem goldenen Käfig des Palastes, erst nachdem er also ausgebrochen war oder eben den Palast verließ, sah er das Leiden gleichsam zum ersten Male und wurde so zu jener Ergriffenheit fähig, die ihn auf den Pfad der Buddhaschaft drängte. Der Buddha versucht immer wieder, uns auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass das Leben kurz und von unbestimmter Dauer ist. Wir können den Zeitpunkt unseres Todes nicht genau vorherbestimmen. Die Todesursache ist uns ebenso verborgen, wie auch die Tageszeit, zu der wir sterben werden. Und wohin wir nach unserem Tod kommen, das ist uns ebenfalls verborgen. Der Tod wartet als ein großes Rätsel auf uns, das wir immer noch nicht gelöst haben. Obwohl es eine sichtbare und augenfällige Tatsache ist, wenden wir uns doch lieber anderen, angenehmeren Erscheinungen zu. Der Buddha hat gesagt, dass die von des Töpfers geformten Gefäße alle in Zerbrechen enden, ebenso das Leben bei den Sterblichen. Oder genauso wie man bei reifen Früchten ihren baldigen Fall fürchtet, ebenso leben die Sterblichen in steter Furcht vor dem Tod. Junge und erwachsene Leute, Toren und auch weise Menschen, alle kommen in die Macht des Todes. Ein tibetisches Sprichwort sagt, ob morgen oder das nächste Leben, wir wissen es nie. Wenn wir nun die Betrachtung über den Tod anstellen, so können folgende Sätze oder Worte gebraucht werden. Zum Beispiel, der Tod wird kommen, die Lebenskraft wird versiegen. Oder wir können auch sagen, sterben muss ich eines Tages, sterben muss ich eines Tages. Das wiederholte Betrachten dieser Tatsache wird das Gefühl der Ergriffenheit und der Dringlichkeit stärken und unserer Praxis den notwendigen Antrieb und auch eine definitive Ernsthaftigkeit geben. Durch stetes Üben, durch stete Betrachtung können wir die Tatsache des Todes vollständig annehmen und wirklich auch verstehen. Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr zu fürchten vor dem Tod. Der Mönch Ajita hatte das in der folgenden Art und Weise formuliert. Beim Tod ist für mich keine Furcht, es gibt auch keine Lust am Leben. Den Körper werde ich ablegen, vollkommen weise, gedankenvoll. Nachdem wir dann etwa 2 oder 3 Minuten bei dieser Betrachtung verweilt haben, schließen wir diese 4 beschützenden Betrachtungen ab und wechseln zur Vipassana-Meditation. Das bedeutet also, dass wir diese 4 beschützenden Betrachtungen am Anfang einer Sitzmeditation zum Beispiel machen können. Zum Beispiel in der ersten Sitzmeditation am Morgen. 4-mal so 2-3 Minuten bei diesen Betrachtungen verweilen und danach dann zur Vipassana-Meditation übergehen. Wenn man diese 4 beschützenden Betrachtungen abgeschlossen hat, sollte dann der Meditierende genügend und gut ausgerüstet sein,
für die Abenteuer auf seinem spirituellen Weg. Mit der Betrachtung über den Buddha hat er sich die Landkarte und den Kompass angeeignet. So wird er die Richtung nicht mehr verlieren und auch nicht mehr vom Weg abkommen. Furchterregende oder angsteinflößende Gestalten und Unholde auf dem Weg können ihn nicht mehr übermannen, da er mit dem schutzgewährenden Metta ausgerüstet ist. Gier, Verlangen und Anhaftungen sind durch die Betrachtung über die Unreinheit des Körpers so weit reduziert worden, dass man nicht mehr zur wehrlosen Beute wird. Und die Betrachtung über den Tod bewirkt ein Gefühl der Ergriffenheit, das uns die Vergänglichkeit alles Seienden ganz klar vor Augen führt. Sogar der nächste Moment könnte der letzte Moment in unserem Leben sein. Damit drücken wir die spirituelle Praxis auf den obersten Platz in der Prioritätenliste und geben ihr den Platz, den sie auch wirklich einnehmen sollte.